Wir mussten die Finals spielen, 2000 und... Ja, das stimmt. Ja, der ist Gegner zu schnell leider mit dem Tops. 9 müsste das gewesen sein. Der Blocker und der Catchspieler sind die entscheidenden Spieler. Stark. Ich höre, ich habe nicht gelesen. Und wir haben, wir reden irgendwie, es geht um das Finale gegen Attax. Ich versuche zu erklären, wie die Tür rausrennen und irgendwie meine dummen Mates verstehen das nicht und Tixo hat gar nichts verstanden. Blizzy auch nicht, oder? Anscheinend. Blizzy war so ein... Der musste nicht viel verstehen, weil der hat am Ende geklatscht. Und der war eh nur Stand-in. Der hat eigentlich gar nicht mehr aktiv gespielt in der Zeit. Aber irgendwie war das so, dass wir immer einen rausgeworfen haben vor den Finals und dann war er immer da. Das war dreimal oder so. Wer war denn derjenige, der da geflogen ist? Cash. Ich glaube, mit Cash haben wir nicht gespielt dort. Warst du da bei Attax zu dem Zeitpunkt? Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht 100%. Oder bei TBH schon vielleicht. Nein, eigentlich noch bei Attax. Ja, stimmt, bei TBH war ich ja auch nochmal. Genau, dann reden wir halt so, bla, die rushen die Tür zu, was machen wir? Und ich versuche es denen irgendwie so zu erklären. Und da hatte ich auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung, dass ich keinen Bart hatte. Aber. Also der Bart hätte da auch nicht bei der Frisur nicht mehr viel geholfen, gerade. Es tut mir leid. Frisur ist so süß, so. Das ist so Schuljunge. Ja, hat so Abitur gemacht so und fertig. So, auf jeden Fall würde man dich nicht mehr wiedererkennen, wenn man dich nicht kennen würde. Ja. Der Schal war auch ein Markenzeichen gewesen. Ich habe heute Schal gespielt. Bart statt Schal.